Gute Fahrt. Danke, Herr Bodin, für Ihre Zeit. Sehr gerne. Creaky mucker is a thing to say on a bright, a fine Christmas day. That's the island greetings that were sent to you from the land where palm trees sway. Here they know that Christmas will be green and bright. The sun will shine by day and all the stars at night. Merry Creaky Mucker is a wise way to say Merry Christmas to you. Merry Creaky Mucker is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. An Bord an Heiligabend. Schön, dass Sie uns zuhören, schön, dass Sie mit dabei sind. Wir haben an diesem Abend schon einiges gehört aus der Seemannsmission, dem Duckdalben in Hamburg, aber auch aus Leer, wo wir im Freundin Carina mit Uschi und Werner sowie seine Eltern Dieter und Efi mit Schwester Jördis und Willi. Haben uns auch erreicht von Maren und Gorm Gondesen aus Rendsburg. Die Nikas, Maren und Gorm, wir sind zurzeit zu Hause in Deutschland. Come again. Would you mind please maybe introduce yourself? So what's your name and where do you come from? My name is Christopher Delpin and I'm from the Philippines, Quezon Province. I am a OS cook in the ship. You're the cook on the ship. Yes. Oh, that's a very important job. Also Christopher ist der Koch auf der Pauline B. Das ist natürlich eine sehr wichtige Arbeit, gerade jetzt zu Weihnachten. Und er ist hier mit einem Kollegen. Hallo. Hallo, I'm Wilson Isabel, from the Philippines also, from Cebu, Queen City of South. Yeah, I'm a cadet in Pauline B, but I hope so I'm gonna be promoted motorman soon. Yeah.
Wilson ist also Kadett und hofft aber, dass er bald befördert wird. Christopher und Wilson kommen beide von den Philippinen. How long are you both on Pauline B now working? For me, I'm work already in the Pauline B 9 months. 9 months. Yes. Mm-hmm. And so, Wilson? I came from another ship, sister ship also from Pauline B. It already sold out. I've been almost 2 months on board in Pauline B. 2 months? Yeah. Okay. Also but the same contract, we're already 10 months. Wilson, also 10 Monate auf dem Schwesterschiff der Pauline B, jetzt 2 Monate auf diesem Schiff. Christopher auch schon 9 Monate. Das ist wahrscheinlich auch die Zeit, die die beiden das letzte Mal dann zu Hause waren. Or when did you see your family? Already last year I've been in vacation November to until February 6 of 2019. Okay. Also 2020. And now my vacation is, I hope this first week of January 2021. Okay, also Ende Januar hofft er, dass er seine Familie dann wieder im Urlaub sehen kann, aber schon über ein Jahr ist er jetzt, ist es her, dass er seine Familie gesehen hat. How long is it ago that you saw your family, Wilson? Last Christmas I've been in the Philippines. Mm-hmm. Yeah. And then I think this is my third time Christmas in another country. Also zum dritten Mal feiert Wilson Weihnachten in einem anderen Land. Letzte Weihnachten immerhin zusammen mit der Familie. Life and work, I think for you, the both of you has changed due to COVID-19, of course. What is the most difficult for you during this time? It's very difficult for us if we are always on the ship. So we need to refresh. We need to go on shore leave. We are happy because we are here and the Seamus mission is open for the crew. So for 2 days, I think we are refreshing for another week. Also das Wichtigste ist tatsächlich, dass man sich ab und zu mal erholen kann und sie freuen sich sehr, dass die Seemannsmission hier der Duktalben überhaupt geöffnet hat. Das ist schon das Schwierigste, dass man eben die ganze Zeit an Bord ist. How do you celebrate Christmas on board? Is there something, I mean, you are cook, Christopher, is there something special you prepare for the holidays? Of course. Also Essen gibt es natürlich Besonderes. Was denn? We're nosy to hear. Of course, all Filipino always like in the Christmas or New Year, there's a big pork in oven, and then duck also, and then fruit salad, vegetable salads, and pasta, and also we give each other a gift. Also es gibt eine Bescherung an Bord und zu essen erst ein Schwein im Ofen, dann eine Ente und Pasta aber auch und Früchtesalat und Gemüse. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr reichhaltigen, nach einem reichhaltigen Feiertagsessen. How will you celebrate Christmas? Is there something, do you have the chance to talk to your family or just have a few hours, maybe light some lights and have a beautiful time? If we have a signal, also, especially if we are in port on 24th in the evening, we call our family in the Philippines, that's why. Christmas in the Philippines we feel also, but it's just like a little bit similar when you have with your family. Mhm. Also Kontakt zur Familie an Weihnachten muss eigentlich sein, aber es hängt natürlich davon ab, ob man Empfang hat über das Handy oder eben über das Internet. Is there anything you would like to say, some greetings to send out in the world, maybe to your family, to friends? So now you have the chance, you can just tell in your mother tongue on Philippines, which is called Tagalog, I think. Tagalog. Okay. Binabati ko yung pamilya ko, asawa ko, anak ko, mahal na mahal ko kayo. Nanay, tatay, mga kapatid ko, lagi kayong mag-iingat. Laging mag-iingat sa COVID-19, maglalabas ng bahay at sa aking mga kaibigan, always ingat din. At sa lahat ng mga marino, pray to God at laging mag-iingat. Huwag susuko, okay lang sumuka. And dear Wilson, your chance as well? Maligayang araw ng Pasko,
sa pamilya ko, lalo na sa Cebu. Mama, papa ko, kapatid ko, mga pamangkin, tsahin ko, Merry Christmas sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi dyan. At lalo na yung mga tsahin ko sa mama ko sa Batangas, Merry Christmas. At sa lahat ng mga kabaro, mga seafarers, kahit sa all around the world, Merry Christmas, mga kabaro. Ingat lagi, Sister First. Salamat. Mama, Papa, Merry Christmas, international verständlich und auch auf Tagalog. Herzlichen Dank, Christopher und Wilson vom Frachtschiff Pauline B. Wir möchten uns bei allen bedanken, die an dieser Sendung mitgewirkt haben. Anjela von Portan, Jessica Schlage, Andreas Kuhn, Joachim Hagen und Georg Tschoske. Allen, die uns zugehört haben, ein herzlicher Gruß an Bord und überall hin von uns, den Seeleuten, eine gute Fahrt, eine ruhige See und vor allem eine glückliche Heimkehr. Und an Sie alle, bleiben Sie gesund. Am Mikrofon verabschieden sich für dieses Jahr vom Gruß an Bord 2020 Hoke Barnixen und Birgit Langhammer. Frohe Weihnachten. Nach langen